Musicals, mag man oder man mag sie nicht so gerne? Wie ist es bei Ihnen? Gehen Sie gerne in Musicals? Nein, das kann ich so nicht sagen, aber das würde ich mir anschauen. Ja? Ja. Weshalb? Weil ich ein Rocky-Fan bin. Das war toll damals, der Film. Ja. Der wird bestimmt auch großartig. Hannelore Elsner, es gibt ja so im Leben eines jeden Schauspielers so eine Phase, wo man das Gefühl hat, jetzt stimmt's, jetzt ist es richtig, jetzt sind die Rollen ich oder ich bin die Rollen, wo es einfach richtig sitzt. Wann war das bei Ihnen? Es war eigentlich immer richtig. Mhm. Es war richtig zu der jeweiligen Zeit. Natürlich ist es in den letzten 15 Jahren so richtig losgegangen mit interessanten Rollen, mit Auszeichnungen, mit so viel Glück in so schönen Filmen zu spielen. Aber davor, das war auch, ich meine, die Reise nach Wien 73 von Edgar Reitz, das war ein wunderbarer Film. Damals war das noch nicht so einfach mit dem deutschen Film. Mhm. Da gab es noch nicht die Rollen, in denen man so sich profilieren konnte. Ja, es gab noch nicht so viele Rollen. Und damals war auch Film gegen Fernsehen, Fernsehen gegen Film. Edgar Reitz damals, der mich unbedingt haben wollte für diese Rolle in Die Reise nach Wien, hat sich eine Sekunde lang überlegen müssen, ob er mich denn überhaupt nehmen wollen würde, weil ich gerade nämlich einen Fernsehpreis gekriegt habe, nämlich die Goldene Kamera für ein Fernsehspiel zum Beispiel. Ja, und später, Jahre später, hat sich ein bekannter Fernsehregisseur überlegen müssen, ob er mich nehmen wollen würde, weil ich ja doch in diese Jungfilmer-Ecke da gehöre eigentlich. Also es war irgendwie, wir waren so ein bisschen zerrieben, wir Schauspielerinnen vor allen Dingen. Deswegen habe ich auch sehr viel Theater gespielt in dieser Zeit. Ja, weil es auffällig, auch wenn man Ihre Auszeichnungen anschaut, Sie haben gerade die Goldene Kamera erwähnt, 1972, dann 1975 für die Kommissarin, haben wir auch gleich noch einen Ausschnitt. Und das 95. Ja. Und dann Bundesverdienstkreuz 97 und dann 2000, dann kommen die ganzen Preise. 2001, 2002, Bambi, Preis der deutschen Filmkritik, Bayerischer Filmpreis, Preis Hessischer Filmpreis, Deutscher Bundesverdienstkreuz nochmal. Also, und der große Durchbruch war natürlich die Unberührbare eigentlich. Also 2000, Oskar Röhler. Da spielen Sie die Frau Hannah Flanders, eine Frau, die im Grunde an sich selbst und an ihrer Umgebung zerbricht. Wir haben einen Ausschnitt. Wir werden gleichzeitig einen Tablettenentzug durchführen. Und wir werden Sie deshalb, mit Ihrer Einwilligung natürlich, für etwa 1,5 Wochen auf eine geschlossene Entzugsabteilung nach München-Laien bringen. Am Ende bringt sie sich um. Ja. Das ist ein sehr dramatischer, toll gespielter Film. Also dafür haben Sie auch all die Auszeichnungen gekriegt. Was haben Sie gedacht, als Sie sich zum ersten Mal dann wirklich so auf der Leinwand in dieser Rolle gesehen haben? Also ich war total begeistert von diesem Film. Und ich schaue mich nie an, während ich gerade in dem Prozess bin, während ich drehe, während ich arbeite. Keine Muster, gar nichts. Auch, am liebsten auch keine Fotos. Und dann habe ich diesen Film gesehen und ich dachte, alles, was ich gefühlt, gedacht, gespürt habe in dieser Rolle, ist sichtbar. Ich sehe es. Es ist alles da. Also es war eine solche Gleichzeitigkeit, so ein gleiches Atmen mit dem Regisseur und auch mit dem Oskar Röhler und auch dem Kameramann, dem Hagen Bogdanski zusammen. Das war unglaublich. Es ist ein Glücksfall. Das kann man nicht konstruieren. Da kann man auch nicht sagen, wir machen das, so war es jetzt. Wir hatten alle so ein Glück, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt zusammengekommen sind. Und dieser Film ist natürlich für mich auch was ganz Besonderes, weil es ist ja die Geschichte der Mutter von Oskar Röhler. Mhm. Und er hat ja gerade auch einen autobiografischen Roman, Herkunft, den ich auch schon gelesen habe, den ich ganz wunderbar finde. Und ich weiß eben sehr, sehr viel über diese Familie. Mhm. Das ist also nochmal eine besondere Bedeutung darüber hinaus hat, über den eigentlichen Film. Sie sagen ja immer, Sie wollen eine Rolle nicht nachspielen, sondern in sich finden. Was heißt das genau? Das fand ich ganz spannend, darüber schreiben Sie auch. Ich lese ein Drehbuch und ich
bin da, also alle meine Sinne sind ganz wach, das ist wie eine Initiation, ja, das ist dieser erste Augenblick, in dem ich eine Rolle anschaue oder eine Rolle mich anschaut. Und was da dann passiert, da muss man unheimlich aufmerksam sein. Und das merkt sich dann, mein Körpergedächtnis, alles in mir, merkt sich das, was da mit mir passiert, während ich das lese, zum ersten Mal. Mhm. Und deshalb wirken dann auch die Rollen, die Sie spielen, eben so wahnsinnig kräftig und authentisch wahrscheinlich. Ja, und ich meine, und das, was sich dann rührt, das ist ja in mir drin. Also diese Dinge, Sie haben gefragt, ich finde das in mir. Gut, ich meine, vielleicht finde ich auch etwas in mir, wie ich es außerhalb von mir finden könnte. Auf jeden Fall finde ich einen Weg dann zu der Rolle. Ja. Spannend auf jeden Fall. Und wie gesagt, noch mehr dazu im Buch, können wir gleich noch drüber sprechen. Die Künstlerin, die wir Ihnen jetzt vorstellen, ist eine Sängerin aus Nigeria, die in England und Frankreich längst ein Star ist, aber in Hamburg lebt und auch hier gerade ganz groß rauskommt. Bettina Lehnert hat sie getroffen.